Ja, Mensch, willkommen zurück bei Empire Total War, den Weg zur Unabhängigkeit mit der frühen Kolonie von Virginia und unserer Stadt Jamestown in Virginia und hier Dingsbums in Maryland. Und wir wollen uns jetzt hier Pennsylvania annehmen, beziehungsweise in der nächsten Runde annehmen. Und ja, das sind eigentlich auch nur Indianer, dementsprechend ist das keine schwere Aufgabe. Mir wurde zugetragen, dass das hier tatsächlich der Prolog zu Empire Total War ist und deswegen diese Frau dort oben mir immer dazwischen redet. Und dementsprechend, na gut. Könnten wir hinkriegen. Einmal die Kapitulation verlangen. Boah. Nicht eingegangen. Das sind aber viele Leute. Belagern wir die zwei Runden und dann vielleicht gehört das uns. Ha. Mission abgeschlossen. Erobern Sie eine Stadt. Kolonisierung der neuen Welt gelungen. Damit sind wir ins nächste Kapitel, glaube ich, vorgestoßen. Das ging ja schnell. Ich hätte diese Schlacht auch schlagen können eigentlich, wenn ich mir das jetzt so recht überlege. Okay. Mit der Zeit ebbten die Feindseligkeiten zwischen den Indianern und Siedlern ab. Und immer mehr Schiffe gefüllt mit hoffnungsvollen Seelen erreichten täglich die neue Welt. Über die nächsten 100 Jahre wuchs die Bevölkerung beständig an. Und es begann der Kampf um Land. Sowohl die Briten als auch die Franzosen hatten ein Auge auf das wertvolle Tal des Ohio geworfen. Oh. Und als die Franzosen Forts quer durch das Tal errichteten, wurde ich entsandt, um den sofortigen Abzug ihrer Truppen zu fordern. Sie lehnten ab. Und die Briten reagierten, indem sie eine Armee unter General Braddock zur Einnahme des Tals entsandten. Unglücklicherweise war ich ein Offizier dieser Armee. Braddocks eingeschränkte Kenntnis des Geländes und seine strikte Weigerung, auf Ratschläge zu hören, führten zu seinem Fall. Er führte uns direkt in einen französischen Hinterhalt. Unsere Männer wurden abgeschlachtet. Ihre Schreie hallen noch heute durch meine Träume. Diese schreckliche Niederlage veranlasste die Briten, die geschickte Taktik ihrer eingeborenen Verbündeten genau zu analysieren. Die Verwendung dieser Krieger und ihrer Geländekenntnis sollte sich als Schlüssel zur Eroberung des Ohio-Tals erweisen. So sieht es aus. Was wird hier gespielt? Die Franzosen haben eine Reihe von Forts im Ohio-Tal errichtet. Die Forts werden gut verteidigt und es wird schwierig werden, sie allein mit militärischen Mitteln einzunehmen. Der Stamm der Irokesen im Norden könnte ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe es. Mission erteilt. Formen Sie ein Bündnis. Gut, das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Wenn wir mit den Irokesen einmal hier die Verhandlungen eröffnen, ein Handelsabkommen und ein Bündnis anbieten, sowie militärischen Zugang. Ja, hier. Ruhe. So. Mission abgeschlossen. Formen Sie ein Bündnis. Nachdem Sie eine Allianz mit den Irokesen eingegangen sind, können... Sehr schön. Wir können jetzt Irokesen-Einheiten ausbilden, also Indianer mit Musketen, soweit ich weiß. Wir sollen Fort Niagara einnehmen. Ja, wunderbar. Hier, das ist schön. Dort, Fort Niagara. Niagara. An den Niagara-Fällen wohlgemerkt wahrscheinlich. Ja, und dementsprechend sind wir im zweiten Kapitel, können hier ein wenig was bauen. Noch nicht wirklich viel, aber wer ist das hier? George Washington. Tatsache. Der liebe George ist hier. Sir. Ob ich den jetzt hier dazu schicken möchte zu dieser Armee, die ist ja schon gut, gut dabei, zu sagen. Kann ja nochmal Linieninfanterie ausbilden. Eine Runde weitergehen. Wunderbar, hier bauen wir ein... Ne, warten wir auf die Schiffswerft. Oder bauen wir einen Fischereihafen erstmal. Gut. Gut, gut, gut. So, gut. Dann marschieren wir mal vorwärts. Gen Fort Niagara. Das dauert, ach, wir müssen sowieso erstmal fort. Ich kann kein Französisch, deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt Französisch ist.
Französisch. Die haben Kanonen und Einheiten, Marine, Indianer haben sie auch. Und ein paar Reiter. Okay, lassen wir das. Das muss ja jetzt hier nicht mehr deutlich werden. So, hier. Ja, müssen wir ja angreifen. Wir kommen sonst nicht, nicht da hinten hin zu Fort Virginia. Was rede ich da wieder? Fort Niagara. So, Attacke. Kümmern wir uns um diese räudigen Franzosen. Was? Die Männer gehen schon vor den einzelnen Kugeln in Deckung. Was werdet ihr tun, wenn auf der ganzen Linie das Feuer eröffnet wird? Oh, wenn sie auf ganze... Nee, ich schäme mich für euch. Auf diese Entfernung können sie nicht einmal einen Elefanten treffen. Tja, das ist blöd. Wobei man ja sagen muss, dass die Gewehre damals sau ungenau waren. Das, habe ich zumindest einmal aufgeschnappt, denn die weit verbreitete Brown Bess von den Briten war, glaube ich, 40 oder 45 Meter maximal genau. Bedenken Sie, dass Ihr Ziel in der Einnahme nicht... Ja, das weiß ich. Ich kenne Total War. Aber danke. Dass die Brown Bess halt eher so auf ganz, ganz nahe Distanzen nur funktioniert hat, genauso wie die anderen... wie die anderen Gewehre. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so klug ist, die hier oben hinzustellen. Ah. Wenn man hier oben gut hinstellen könnte, wären, glaube ich, zwei Kanonen. Dann brauchen wir aber noch ein bisschen Geleitschutz, deswegen ist das gar nicht mal verkehrt. Stellen wir die hier noch mit hin. Die hier auch. Kavallerie, ja gut. Machen wir. So, dann werden wir mal ein starkes Zentrum bilden mit Linieninfanterie. Mit dem wir dann... Ich möchte eigentlich hier so einen Kasten aufstellen. Sieht das einfach schöner aus hier. Ah, guckt euch das an. Und eine Artillerie kann sich ja hier so dann so an den Fluss stellen und dann feuern. Was haben wir hier hinten eigentlich? Ach du meine Güte, wir haben so viele Truppen. Aber immerhin haben wir noch Linieninfanterie auf dieser Flanke. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall noch ein wenig weiterarbeiten. Und wir können unsere Truppen sogar sau weit nach vorne ziehen. Dementsprechend sollten wir das auch machen. Und somit unsere Front hier hinten hin verlegen. Mit allen Einheiten, die dazugehören. Dann besteht das Zentrum aus Linieninfanterie und Linieninfanterie. Tatsache, nur Linieninfanterie. tadelloses Mittelfeld sozusagen. Nein, tadellose Hauptarmee. Und hier ist der Rest geformt aus... Kolonialmiliz und Linieninfanterie sowie ein paar Rangern. Und der Rest ist ja hier drüben. Wunderbar. Läuft. Beim Angriff auf ein Fort oder eine Siedlung setzen viele Truppen Strickleitern mit Ankereisen ein, um feindliche Wände zu überwinden. Das ist schön. Das weiß ich aber auch. Ich weiß noch, dass ich diese Schlacht irgendwann mal geschlagen hatte und dann kam hier plötzlich Kavallerie und hat meine Artillerie weggeholt. Deswegen habe ich jetzt hier die Einheiten dazu geholt. Und das hier ist Gruppe 1, die jetzt mal langsam über den Fluss übersetzen kann, beziehungsweise es auch sollte, denn sonst wird das hier kein schöner Abend. Natürlich müssen wir aufpassen, weil vielleicht sind in den Bäumen, also in diesen Wäldern noch einige Einheiten. Das kann man ja nie wissen. Und dementsprechend sollten wir... Oh, im Wasser sind die Einheiten nicht gerade gut zu positionieren. Das muss ich schon mal sagen. So. Wir haben schon ein paar Leute verloren. Das ist nicht gut, nicht gut. Was ist das denn hier für eine Aufstellung? Kann ich sie nicht einfach... Ja, wunderbar. So, der Rest hier. Das ist Gruppe 2. So, die bauen jetzt gerade mal auf.
Und ihr könnt mal hier nach vorne marschieren. Ihr Soldaten an den Kanonen. Ihr marschiert jetzt mal gen Flussufer. Was? Dort oben sind, verdammt. Oben sind die Kanonen. Die müssen wir irgendwie mit den Reitern erreichen. Aber das wird nicht gerade einfach werden. Oh. Kann bestimmt kein Treffen hier. Mann, kriegen sie nicht hin. Verdammt. Und jetzt wird hier aber auf ganzer Linie überrannt werden. Wie viel Kavallerie haben die? Ich glaube nur eine Einheit. Schicken wir doch mal hier. Ne, da sind noch welche. Leibwache des Generals. Okay, wird gefährlich. Aber wir müssen diese Artillerie ausschalten. Ich habe überhaupt keine Übersicht, wie viele Einheiten dort sterben, aber das ist mir jetzt auch relativ egal. Wir sind in klare Überzahl und dementsprechend kann man das auch mal in den Schatten stellen. Ihr könnt dort mit hin marschieren und ihr marschiert hier links und die Kavallerie, ah ne, die wartet nochmal hier. So, wunderbar. Hier drüben sind meine Truppen bereit zum Angriff gegen die Truppen hier. Die Artillerie ist geschlagen und jetzt müssen wir uns auch schnell zurückziehen mit der Kavallerie. Denn hier kommen die Freischäler. Böse Jungs, die. Die waren damals schon im Gefängnis, als es noch keine Gefängnisse gab. Und mit denen ist halt nicht zu spaßen. Aber ich denke nicht, dass sie großartige Schützen sind. Dementsprechend im Kampf gegen meine kolonialen Miliz eventuell Nachsehen haben könnten. Bilden auf jeden Fall keine Linie so. Ah, wir müssen aber bergauf schießen, das ist nicht gut. Da könnte ich die geballte Feuerkraft Oha! Was? Wie heftig hauen die denn rein? Was ist da denn los? Muss die Kavallerie mal irgendwie ein bisschen was machen? Hallo, was? Einmal reingeschossen von denen und dann schon sind meine Leute am Flüchten? War's nicht gut. Meine Kavallerie wird auch niedergeschlagen von denen. Möchte ich so aber nicht sehen. Was ist das denn? Könnt ihr nicht dieses Haus einfach stürmen? Scheinbar geht das. So, die Kavallerie kümmert sich mal dort oben rum. Die haben einfach meine Kavallerie weggeschnetzelt und meine Kavallerie ebenfalls. Das ist doch ein schlechter Witz. Was ist denn das hier? Ah! Die Jungs kämpfen im Haus. Und gewinnen, glaube ich. Ja, sie gewinnen. Meine Kavallerie kommt an. Zu den Kanonen. Ich hoffe, sie können nicht nochmal schießen. Nein, können sie nicht. Gut, wunderbar.
War wieder ein Traumcharge. Und da kommen wir gar nicht hoch, oder? Nö. Da kommen wir gar nicht zum Vor hin. Vielleicht kann ich die perfekt positionieren, dass sie, wenn sie flüchten, dann... Dass die Kavallerie jetzt abhaut, finde ich nicht schön. Größtenteils kann man aber schon sagen, dass meine Einheiten den Feind zu großen Teilen bereits eingeschlagen haben. Zumindest ihre Köpfe. Und die sind jetzt auf jeden Fall nicht gut drauf, die Jungs. Die haben schon eine relativ hohe Moral, muss ich sagen. Eine Einheit, die hier zwei auf die Hälfte runterhaut, das ist schon traurig. Für meine Einheit. Jetzt schießt noch die Kolonialmiliz. Ich hoffe, die treffen keine eigenen Einheiten. Könnte gut passieren. Gott, stopp. Nicht attackieren. Das ist gefährlich. So, jetzt lediglich Freischäler noch auf den Brücken. Auf den Brücken hätte ich... Was ist los mit mir heute? Diese Mauern sind äußerst stark. Um eine Bresche zu schlagen, müssen sie ihr Gesamt... Jupp, mach ich. Immer so eben dahin kommen, tun wir nicht. Gut, dann müssen wir hier wieder zurückmarschieren. Och man. Hätte ja auch zu einfach sein können. So, dann machen wir mal hier Folgendes. Ach, die Leibwache des Generals hat irgendwie keine Lust zu kämpfen. Weißt du das Gefühl? So, wir müssen auf jeden Fall vorwärts marschieren, weil sonst können wir nicht da... Wobei, nein, warte, Jungs, halt. Stellt doch mal hier so hin. Wenn wir in Deckung, könnte nicht so gut getroffen werden. Rennen die jetzt alle? Ja, machen sie. Weil dann sind die Mauern hier kaputt. Zumindest versuche ich ja gerade, die zu treffen. Und es funktioniert eigentlich auch gut. Und da die Kanonen keine begrenzte Munition haben, ist das ja doppelt gut. So. Jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. Hm. Lalala. Jungs, warum kann ich euch hier nicht hinsetzen? Wenn ihr noch auf der Brücke seid. Ah, es könnte sein. Die haben sich aber an Orten aufgestellt, das ist schon gefährlich. Da kann man immer nur so einzelne Truppenverbände angreifen lassen. Der Rest muss dabei zusehen, was da passiert. Oh, 92% Schaden. Das heißt, da könnte gleich eine Bresche reingeschlagen werden. Jawohl. Zur Not. Kommt drauf an, ob das da gleich weggeht oder nicht. Oh oh. Sie bilden sich schon zur Linie, sie bilden sich schon zur Linie. Macht schneller, Jungs. Nein, nein, nein. Was ist das denn für eine Linie? Wie soll man denn so arbeiten, wenn der Feind sowas baut?
kann ich mal was versuchen. Vielleicht kann meine Kolonialmiliz ja auch im Nahkampf agieren. Was ist hiermit? Ah! Die Reiter kommen raus. Das ist gut. Das heißt, wir können da mal munter drauf losmarschieren. So, jetzt schicken wir noch eine andere normale Infanterieeinheit dazu. Und nur weil da so ein Baumstamm rumliegt, können wir nicht das machen, was ich gerne machen möchte. Scheiße! Könnt ihr den nicht wegrollen, Jungs? Ich möchte gerne, dass ihr mit hier Feuerschutz gibt. Oder Feuerunterstützung. Mann! Mann, das passiert nicht. Könnt ihr irgendwen da im Vor noch treffen? Scheinbar nicht. Gut. Dann marschieren wir mal vorwärts. Die Franzosen sind sehr hartnäckig, muss ich feststellen. Aber man kann ja auch nicht alles im Nahkampf erledigen. Also zumindest in der Theorie funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. Ach stimmt, wir haben ja auch noch Einheiten. Wir haben zu viele Einheiten. Ich kann mit so vielen Einheiten gar nicht umgehen. Da verliere ich immer den Überblick. Und hier hinten stehen ja auch noch die Artilleristen, die aber keine Kanonen mehr haben. Ach doch. Und sich schon noch. Muss ich da eine Kanone sonst drum kümmern? Trefft ja irgendwie niemand. Da geht das Tor auf. Macht euch bereit. Und feuert auf den Feind. Nahkampf wollen sie mich besiegen. Was ist los bei ihnen? Na, jetzt kommt natürlich der General. Was? Ich meine, hallo? Was ist los bei dir? Nur weil sie an dieser Position kämpfen, heißt ja doch noch lange nicht, dass sie einfach meine ganzen Einheiten töten, oder? Ich meine, also... Hier sterben meine Leute auch schon wieder. Wie die fliegen. Und die Einheiten sollen eigentlich feuern, machen aber nichts. Hallo, was macht ihr denn? Oh Gott. Okay, ein paar Sachen habe ich nicht vermisst, glaube ich. Wenn ich sie mir so gerade mal ansehe. Wir haben das vor fast. Jetzt kommt der General dazu. Aber ich glaube, er backt nur wieder rum. Und macht hier nichts, was irgendwie sonderlich Nährwert hat. Heißt das eigentlich Nährwert oder Mehrwert? Ich glaube Mehrwert, oder? Aber wie dem auch sei, der General ist nicht gerade der intelligenteste beim Feind.
Meine Kavallerie kann ich sonst einmal hier... Einfach nur, weil ich Spaß dran habe, dort hinten auf die Feinde schicken. Bin mal gespannt, ob die da noch ankommen. Was macht ihr denn, Jungs? Seid schon ziemlich doof, oder? Oh Gott. Also eins, wenn man das mal bemerken darf. Die Siedler von damals waren wirklich nicht die hellsten. Euer Ernst? Mann, Jungs, ey. So, jetzt holen wir uns im Nahkampf daneben. Meine Güte. Da haben wir gleich alle Einheiten besiegt. Die Artillerie... Artillerie flüchtet. Der General stirbt. Wir haben sehr viel im Nahkampf gekämpft, weil auf diesem unwegsamen Terrain ist ja irgendwie auch ein bisschen schwer, was anderes zu machen. Wir haben eine Einheit auf die Flucht geschickt. Zwei Einheiten. Oh, sie sind zurückgekommen. Aber meine Kavallerie ist nicht zurückgekommen. Gefecht beenden. Ein glorreicher Sieg. Jawohl. Freut mich mal wieder. Fürchtet euch nicht. Karl der XII., König von Schweden. Seine letzten Worte, bevor er im Kampf fiel. Fürchtet euch nicht. Und dann ist er tot. Das ist natürlich blöd. Das hier aber nicht ändern, ne? Verluste. Wir haben 498 verloren und der Feind 600... was sind das? 86 wahrscheinlich. Wahrscheinlich 86. Nun gut. Haben wir gewonnen. Wunderbar. Wir haben einen vor und das reparieren wir natürlich. Reparieren wir natürlich, ja, Reparie. Und ich denke, man sieht sich im nächsten Part wieder, wenn es heißt, der Weg zur Unabhängigkeit in Empire Total War. Bis dahin, viel Spaß und ciao.